Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen wieder zurück zu PUBG auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Montag. Und ach Gott, ich klinge noch so ein bisschen fertig und noch ein bisschen geschafft, denn ich habe am Wochenende so eine kleine Grippewelle wieder gehabt, so eine ganz kleine. Und das war nicht schön, das war einfach nicht schön. Stimme weg, Laune war weg und Gesundheit sowieso. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ja, habe ich mich mit ganz, ganz wenig Kraft und mit ganz wenig Gesundheit, habe ich mich zum Abo-Day geschliffen, Freunde. Ich habe mich geschliffen. Okay, ja, gut, es war auf meiner Couch und ja, es war, ich habe das Spiel einfach angemacht. Aber, Freunde, wo wart ihr denn? Wo wart ihr? Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Das geht doch nicht. Und ja, dann mache ich mal so ein Abo-Day. Ich nehme mir die Zeit. Ja, und dann ist keiner da. So, jetzt weiß ich nicht, ob es am Fußball gelegen hat oder nicht. Ansonsten für alle die, die vielleicht dann, was weiß ich, um 21 Uhr reintreten wollten oder nicht. Ja, da hatte ich dann wirklich ausgemacht, weil dann war bei mir auch Pumpe gewesen. Einmal wegen der Erkältung an sich. Und da ich dachte, jetzt brauchst du auch keine Stunde mehr noch warten, das ist ja auch Quatsch, ne? Also, von daher dann nicht traurig sein für die ein oder zwei, die dann wahrscheinlich doch da waren und dann noch gewartet haben oder auch nicht. Aber, ja, was soll ich da machen? Es war halt keiner da gewesen gestern. Ich weiß nicht, war der Fußball gucken? Ihr habt auch mal gefragt nach einem Abo-Day. Und dann war keiner da. Ich weiß es nicht. Aber das hindert mich jetzt nichts daran, Freunde, hier das Ganze erst wieder einzeln zu machen. Solo. Ja. Und mir hat sowieso jemand gezwitschert, dass wahrscheinlich bald der Vogelmann wieder am Start sein wird. Ja, das ist aber nur eine Theorie. Das ist nur eine Theorie. So, und das sehe ich gerade, während ich hier Parcours laufe. Könnte da jemand über das Video eine schöne Musik drüber schneiden? Wie ich hier Parcours laufe? Zaun? Der Zaun ist doch neu. Den kenne ich noch gar nicht. Schön, 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 schön. Ne, jetzt muss man natürlich erwarten, bis da oben jetzt 100 Spieler sind, Freunde. Und ich nehme jetzt gerade wieder zu einer, oh mein Gott, einer Zeit auf, wo man sich denkt, Alter, hast du Langeweile oder was? Welcher Idiot spielt da? Ja, das denke ich mir auch. Also wirklich, Freunde. Das denke ich mir auch. Ich hätte auch gestern Abend, wo ich den Abo-Tag gemacht habe, hätte ich auch wirklich eigentlich aufnehmen können trotzdem, ja. Ob nun jemand da ist oder nicht, ist ja unabhängig davon. Aber, Freunde, ich war wirklich so geschafft. Ich war so fertig von der Erkältung, dass ich echt absolut keinen Bock hatte. Also ich habe eigentlich wirklich nur gewartet, ja, bis jemand kommt. Und dachte mir so, komm, ein Mann, ein Wort, ziehst du durch, ne, wenn jemand da ist. Und ich war dann doch irgendwo ein bisschen erleichtert, dass dann keiner da war. Aber wie gesagt, wenn ihr euch so richtig dreckig fühlt, wisst ihr, so richtig dreckig. Ihr fühlt euch so dreckig, dass ihr keinen Bock habt zu zocken. Und das ist schon richtig dreckig, finde ich, ne. Weißt du, da bist du dann einfach nur froh, weißt du, wenn du ins Bett gehen kannst und dann, ah, herrlich. So, und jetzt es ist früh am Morgen, jetzt muss ich ja irgendwie versuchen. Oh Gott, das hier durchzuziehen. Oh, ein Klo. Lalala. Okay. Nochmal schnell vor der Reise Pipi gemacht. Ich muss gerade wieder ein bisschen lauter machen. Jetzt höre ich ja nichts. Und wir sind auf unserer schönen neuen Karte. Ist sie noch neu? Kann man morgens noch als neue gelten lassen? Eigentlich nicht mehr, langsam haben wir uns jetzt hier auch eingegroovt. Obwohl wir hier noch lange nicht überall waren. Also, das ist klar. Ich überlege gerade, wo ich rausspringe, aber ich warte noch. Aber ich habe keinen Bock wieder auf dieser Map. Oh Gott. Fange ich schon an zu gehen. So weit zu latschen wieder. Da ist die Big City. Ich könnte auch dahin. Warte mal. Schaffe ich das bis dahin? Ich glaube nicht. Oder? Aber da war meine Insel? Doch, 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 das schaffe ich. Das schaffe ich. Wie viele fliegen mit mir? Niemand? Nee, das ist das Flugzeug, okay. Ja, das ist ja mal schön.
Er sieht ganz gut aus. Das wird perfekt werden, die Landung. Ja. Nochmal schnell einen Kaffee trinken. Köstlich. Achtung, da unten. Boah, was für eine Landung. Und oh mein Gott. Ich merke es gerade, ich bin wieder ein bisschen ruhiger. Habe ich den nicht schon nachgeladen gehabt? Bin ich jetzt total verblödet? Na egal, weiter geht's. Erstmal schauen, ob ich irgendwo einen Rucksack finde. Ein Rucksack, der wäre schön. Wow, was haben wir hier noch? Die UMP. Dann mache ich es lieber so. Dann scheiße ich auf die Schrotflinte. Da ist doch Stufe 2, oder nicht? Jawohl. So lobe ich mir das. Jetzt noch ein Rucksack und das Leben wäre schön. Aber der Rucksack sei mir gerade nicht gegönnt. Guck mal rüber. Ja, Molotov guckt ja, kann ich auch gerade nicht nehmen. Verband auch gerade nicht. Ich muss eigentlich gleich wieder Sachen rausschmeißen. Aber ich hoffe, ich finde den Rucksack noch. Das ist doch die Munition, die ich... Ist das die? Mal gleich mal gucken, wartet mal. Wartet mal. Erstmal ganz in Ruhe schauen. Ach ne, die 7,62, ne? Das war die 5,56, okay. Ah, mal 8 Visier. Ah, hier liegen überall so viele Waffen. Ah, jetzt Rucksack. Ja. Ich bin mir nicht sicher, Freunde, aber ich glaube, ich habe was gehört. Ah, da ist auch ein Rucksack. Okay. Hä? War da gerade was? Moment. Ich bin der... Boah! Verdammt! Von wo denn? Deine Mutter! Oh, ich war so schön ausgerüstet! Oh, Menno! Ich hab ja nicht kommen sehen! Oh! Kriegst du am Frühmorgen noch einen Herzinfarkt hier, wenn die volle Anlage dir hier einen voll auf die Ohren gibt, ey! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Mann! Ey, so schöne Waffen gehabt! Ärgert mich, wo war denn der Typ? Ach, nein, nein, das war nicht schön, nicht schön. Nein, nein, nein. So, ich sage jetzt, das wäre nichts passiert, wenn ihr jetzt mit mir da gewesen wärt. So, so einfach ist das, Punkt. Ach, Manu, das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Hast du gerade so denn nur so ein paar schöne Waffen, Visiere? Gerade Visiere, finde ich immer so selten. Weißt du, und dann kommt da irgend so ein Wahnsinniger von irgendwo her und schießt die einfach weg. Hat er gesehen, dass ich da in den Busch kacken wollte? Das kann doch nicht wahr sein. Manchmal frage ich mich wirklich, ob die Leute überhaupt keinen Anstand mehr haben. Nee, 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 nee. Toll, jetzt sind wir wieder auf die alten Map hier rumgammeln. Super. Das ist toll gemacht hier, Mäuschen. Ja, du bist dran schuld. Hm? Hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Nein? Gut. Eins aus den Nuss hier. Zack. Und Tiefschläge gibt's auch noch. Gucke. So. Fällt dir das?
finde ich ziemlich pervers, wenn man das so macht aus der Optik. Okay, gut. Haben wir da jetzt genug gespielt? Müssen wir wieder warten, bis die Lobby voll wird. Ich vermisse es, dass es ja am Anfang Waffen gibt irgendwie. Es war sinnlos, aber es war... Ich vermisse es. Jetzt muss ich hier echt warten, bis um diese unchristliche Zeit, ja, hier irgendjemand kommt, damit die Lobby hier voll ist. Aber gut, wer spielt auch um diese Uhrzeit? Bis auf irgendwelche Leute, die einen nicht mal in Ruhe kacken lassen im Busch. Mann. Eigentlich lohnt sich ja gar nicht mehr hier lang zu laufen, man findet ja eh nichts. Können wir noch so ein Selfie machen irgendwie. Ah. Guck mal hier, sieht doch schön aus hier unterm Licht. So. Ist nur blöd, dass da Match startet steht. Ugh. Und die Kamera könnte ruhig weiter weg sein, finde ich. Naja, gut. Nun gut. Ey, egal. Mach dich da weg. Da läuft ja auch jemand. Das bist du doch wieder. Ach, gucke. Mäuschen ist wieder da. So. Von wo kommen wir? Ach, von hier. Direkt runter, oder was? Ein bisschen heftig, oder? Es würde heftig, wenn ich zurück... Na los, runter. Komm. Ich glaube, hier werden richtig viele runtergehen, oder? Da ist schon einer. Da, da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also wenn ich jetzt keine gute Waffe finde, bin ich auf jeden Fall Matsch. Jetzt müssen wir eine finden, Freunde. Ja. Ja. Also der Sprung ist gut. Ja, mehr oder weniger. Schade. Okay, und jetzt los. Hä? Wie kann die Tür schon offen sein? Nichts, nichts, nichts. War da ein Helm oder ein Stein? War bloß ein Stein. Shit, 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 shit. Da oben ist ein Hochstand. Natürlich, natürlich. Warum sollte die auch eine Waffe sein? Warum sollte man den Sonnenschi glücklich machen? Hm? Warum auch? So, wir sind da. Wir laufen mal rüber. So, schnell was trinken. Läuft mal, läuft da hinten jemand? Nee. Nee, nee. So, da kommt jetzt gleich das Dings. Da wird aber jemand abgesprungen sein. Ich muss hier echt weiter. Ich muss hier unten links probieren irgendwie. Ah, wir haben auch einen weiten Weg. Also ein Auto finden wäre dann vielleicht auch nicht so unbedingt verkehrt. Wird er auf mich geschossen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Doch, da hinten läuft da jemand, oder? Es war doch kein Busch mehr. Achso, damit ist das Ding gemeint. Toll! Komm, lauf schneller! Du schaffst das, VS! Haus, mega Waffen, Auto, und los. Das ist der Plan. In Kurzform. Weißt du, mich nervt einfach. Du springst an so einen schönen Hotspot ab und dann findest du einfach nichts. Das ist halt nervig. So, da ist ein Haus. Ein kleines. Und da ist ein Motorrad. Perfekt. Es ist kein Auto, aber ist mir egal. So, machen wir erstmal da rein. In diesen komischen Dings da. Wachturm. Wachhäuschen. Ich glaube da hinten. Ach, nee. Komm, 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 komm.
rein, 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 rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, nee. Da kannst du schon wieder knicken. Weißt du, vorhin kriege ich schöne Waffen und dann kratze ich direkt ab. Und jetzt kriege ich wieder gar keine Waffen. Ey, es nervt einfach, ne? So, ich nehme das Motorrad gleich mal mit. Ja, setz sie wieder dahin. Ist okay. Ja, das ist nicht gut geparkt. Oh, wow. Also das nenne ich auf jeden Fall Magic Parken, Freunde. Oh, das Motorrad immer noch an. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht in der Hauswand festgepackt. Das wäre scheiße. Ich würde die 9 mm noch mitnehmen. Auf 15 Schuss reicht eigentlich mit der Schrudi. Mehr brauche ich nicht mit der. Also. So, was sagt denn der Timer? Okay, das Motorrad ist da. Sehr schön. Alles gut. Komm, lass mich rein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Rucksack. Stufe 2 sogar. Ihr habt mir ja auch geschrieben, dass einer von euch, dass er lieber gerne einen Stufe 2 Rucksack nimmt, statt einen Stufe 3 oder irgendwas. Weil man damit nicht so viel gesehen wird. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Nimmt sich das so viel, ja, wenn man liegt? So, anscheinend ist meine Ausbeute jetzt auch immer... Nimm das Motorrad und irgendwas stimmt hier auch nicht. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt ist, ich bin hier im Buggyland. Ja. Ja, spring auf. Nein, hier vorne. So, schnell hier weg. So, ich bin gut gerüstet mit meinen Waffen. So, ich dachte, ich hub mal. Warum? Weil ich es kann. So, was nochmal schön einfangen. Ich trinke nochmal schnell einen Kaffee und dann geht's los, Freunde. Ah, okay. Ich bin startklar. Ah, wollen wir mal. Ist das ein Auto? Nee. Doch. Aber es ist bloß ein Buggy. Da bleibe ich lieber auf dem Motorrad. Wow! Wow! Au! Alter! Sag mal! Weil mit dir nicht richtig. Aua! Voll auf den Nüschel. Ah, das tat ja richtig, also hast du richtig Kopfschmerzen gekriegt davon. Meine Fresse, sag mal, da hat aber die Physik Engine auf jeden Fall zugeschlagen. Was war das denn schon wieder? Kommt da irgendein kleiner Mini-Hügel und bam, 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 bam. Oh, sehr geil, sehr geil. Dann gucken wir noch schnell hier rein. Ja, perfekt.
Und dann nehme ich lieber das Auto. Auch noch schnell hier hoch, schnell hier hoch. Die Zeit haben wir noch, komm. Stufe 1 wirst du? Nope. Okay, okay, hier ist nichts weiter, oder? Ne, nichts übersehen. Polizeiweste Stufe 2. Komm, nehmen wir eine frische. Meine ist jetzt gerade schon irgendwie angeschwitzt. So. Das Auto ist doch an gewesen, oder? Boah, das Blaue kommt jetzt aber auch immer mehr. Ja, 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 das war an. Ja, tut mir leid, aber hätte das Auto mal nicht stehen lassen sollen. Haben die Fahrzeugsteuerung geändert? Das hier fühlt sich irgendwie sehr schwammig an. Also ich weiß mal auch nicht. Naja, vorweg im Blauen. Ja, guckt euch das doch mal an hier. Was ist denn, weil Leute, heute los mit der Physik-Engineer. Alter. Das ist doch ganz anders. Habe ich schon wieder was verpasst, Freunde? War schon wieder ein Update? Was ist das? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Steh auf. Nee. Du Drecksauto! Ah! Das ist dann nicht dein Ernst. Jetzt darf ich die Scheiße hier doch laufen. Oh fuck! Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Schreckes. Ach du Scheiße! Ach nee, was ist denn heute los hier? Das ist ein Tag. Erst werde ich im Busch beim Kacken abgeschossen. Das ist da unten. Ist es da wer? Nee, ist ein Busch, ne? Gut, wir brauchen ein neues Fahrzeug. Ansonsten werden wir jetzt von dem Blauen erwischt. Jetzt kommt er mit meinem Motorrad. Ich lach mich kaputt. Ich lach mich kaputt. Tja, damit hat wurde ich auch bestraft, sage ich jetzt mal. Ja. Schön, gibt's ja für euch heute wieder einiges zu lachen da draußen. Toll. Super. Und für mich ein Trauerspiel. Ein absolutes Trauerspiel. Jetzt kommt die blaue Wand noch. Alter, wenn ich jetzt noch durch die blaue Wand sterbe, also Freunde, dann ist bei mir heute Polen offen. Ich sag's euch. Steht da hinten ein Fahrzeug? Sehe ich das richtig? Das ist ein Fahrzeug, oder? Das ist kein Stein. Erste Wand tut noch nicht so dolle weh. Wie war denn das? Kann ich den Koffer einnehmen? Nee, muss ich stehen bleiben. Da ist was, oder? Das ist ein Fahrzeug, oder? Das ist ein Fahrzeug, na klar. Sehr schön. Komm schon. Zumindest ein bisschen Glück, was Fahrzeuge betrifft, habe ich heute. Let's go. Jetzt raus hier aus der Hölle. Mach ich mal extra vorsichtig und langsam hier. Nicht, dass ich hier wieder gleich abhebe. Weil da irgendein Kieselstein ist. Nein! Alter! Oh, oh, er musste echt ausbalancieren, ne? Meine Fresse, von jetzt auf gleich, ne? Mann, 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 Mann. Ich sollte den Koffer nehmen. Ich sollte den Koffer nehmen. Wie weit ist denn das noch, um rauszufahren? Wenn ich den Koffer nicht nehme? Nee, alles gut, hier ist es. So. Schnell parken. Und weiter. So, wo müssen wir denn hin? Ach, das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal schön. Nicht ganz so weit. Wow. Das Krieg. Aber die Lenkung ist auch übelst verspätet worden. Ihr kriegt das vielleicht nicht mit. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja, übertreibt mal nicht. Aber wirklich jetzt, also, fühlt irgendwie so eine Sekunde verzögert heute. Ah, boah. Super, ich sah ja noch gut dabei, weil ich mich schnell umlenken musste. Ganz toll. Und die schießen da alle, Wahnsinn.
zum Fliegen ist schöner. Komm, wir fahren da hoch jetzt. Jawohl! So, was sagt er dazu? Ich habe Stunt gemacht. Was dafür Stuntpunkte? Ein Looping. Wie nennt man das im professionellen Motocross? Keine Ahnung. Sag einfach mal Looping. So, komm, stell das Ding hier hin. Wir kontrollieren jetzt hier die Häuschen. Shit. Nichts. Ja, so kann man auch Krach machen, ich weiß. Ich dachte, ich habe was gehört. Ja, ein Helm. Oh. Erstmal aus dem Fenster gucken. Aber da ist nichts. Gucken wir mal hier raus. Nutze mal die Chance und trinke nochmal was von meinem Käffchen. Nö, auch nicht. Shit, ich dachte, der wäre offen. Also von dort kommen irgendwo Schüsse. Ich habe eine Idee. Hier ist ja die... Hätte ich das Motorrad mitnehmen sollen? Nee, eigentlich nicht, ne? Jetzt eh egal. Kommt. Dach steht keiner, ne? Nee. Ich dachte jetzt inner ist, der die ganze Zeit campt oder so. Oh, sehr schön. Das Auto fährt sich zwar noch bescheidener als die anderen, aber ich freue mich doch trotzdem. Schnell anlegen. Nichts, was ich habe, kann ich anbringen, ne? Ich habe wieder nur Plunder mit. Was ist das hier unten? War da was? Ach ne, es war bloß die Pfütze, ne? Erstmal wieder aus dem Fenster schauen.
Also ihr merkt gerade, ich bin sehr ruhig geworden. Also nicht, dass euch denkt, oh, sein Mikro aus oder was? Aber ich dachte, ich höre mal ein bisschen auf die Umgebung. Ah, so ein bisschen. Ich habe gehört, es soll manchmal nicht so verkehrt sein. Ah, hier sind schon wieder Mistfliegen. So, wir haben auf jeden Fall noch ein Auto in der Garage. Wir haben Granaten. Ah, direkt da hinten, ja. Nächste blaue kommt gleich und dann bin ich gespannt, aber wir müssen definitiv rüber. Also ich denke mal, das wird sich hier irgendwo hier gleich so hinspielen, da müssen wir mal noch warten. Aber da können wir mit dem Auto hinfahren, das ist okay. Wir sind in der Nähe von der Brücke. Das heißt, es nur erstmal Ausschau halten, von wo die Leute jetzt kommen. Hört ihr das? Wo denn? Ach, da hinten. Okay, er fährt rüber. So, da unten, das war die Garage, ne? Muss das ein bisschen alles beobachten. Mann, 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 Mann. Von wo? Ich höre was, aber ich sehe niemanden. So lange kann er doch da nicht überleben, oder? Ich nehme mal auf jeden Fall erstmal einen Energy Drink. Von wo kommt da jemand angerannt? Wenn ich gleich in meine Garage gehe und dann umgebracht werde. Freunde, ich sag's euch. Dann spiele ich nie wieder dieses Spiel. Nie wieder. Nein, nie wieder. Läuft da hinten jemand? Nee. So, komm, blaue Wand. Also, sie ist schon da, ne? Kann das sein? Ja, ja, okay. Ah, scheiße. Ich könnte hier bleiben, ich könnte hier bleiben. Dann haben wir aber das Problem, ja, dass wir nicht mehr über die Brücke kommen können. Weil dann ist er abgeschnitten mit der nächsten blauen Wand. Ach du Scheiße, ich sehe gerade... Ne, ich habe eine Idee noch zur Not. Hol das Auto, hol das Auto, hol das Auto. Also die blaue Wand schneidet uns diese eine Insel. Das ist ja also quasi nur eine Insel zwischen dem ganzen Wasser. Und egal wie... So, das Auto ist im Bereich... Ah nein! Schon wieder! Das kann doch nicht wahr sein! Wo war diese Penne? Das kann nicht wahr sein. Oh, nee. Ich könnte mich so ärgern. Das kann ja nicht wahr sein. Ach, Mann. Deine Mutter. Du blöder Penner. So. Jetzt bin ich aber... Nee, jetzt bin ich sauer. Ich bin sauer, Freund. Ich bin sauer. Ich habe mir gerade eine Taktik zurechtgelegt, wo ich jetzt am besten rüber kann und wollte mit dem Auto... quasi in den Hügel nehmen, um quasi über den Sprung zu springen. Ich wollte es, um über den Sprung zu springen, ist auch schön, über das Wasser zu springen. Aber dann kommt dieser blöde Typ da und versaut mir die ganze Lage. Was für ein Arschloch. Hashtag Arschloch. Nee, macht's lieber nicht. Macht's lieber nicht. Nicht, dass er noch irgendwo gesperrt wird. Reicht, wenn ich sauer bin. Ich hoffe, ihr da draußen seid nicht sauer. Und habt euch trotzdem gefreut, dass es eine Folge gab. Und wie gesagt, sorry, ansonsten eigentlich auch gerne mit Leuten, aber Abo Day ging ja leider nicht so. Ansonsten freue ich mich natürlich auf ein nächstes Mal. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen. Wir sehen uns und naja, zumindest war es für euch ganz witzig. Also bis dahin, haut rein.
Ciao.